Was für ein großartiger, was für ein gelungener Saisonauftakt für die Damen vom TC Blau-Weiß Berlin. Am Sonntag ein riesiger Erfolg in Münster mit 8:1 und auch schon am Freitag, am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga Nord, gab es gegen den THC von Horn und Hamm ein klares, ein deutliches 8:1. Ja, dass jetzt schon nach dem Einzelnen 6:0 steht und wir sozusagen den Spieltag schon für uns entscheiden konnten, das ist natürlich sehr erfreulich, damit rechnet man natürlich nicht. Also Gott sei Dank war das heute für uns alle nicht so schwierig. Guter Start in die Saison. War das wirklich ein super Saisonstart hier bei Blau-Weiß? Auch das ist ein Heimspiel, ist natürlich schön. Mit Spannung erwarteten die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich das Spiel der jeweils besten Spielerinnen beider Teams. Marina Melnikova vom TC Blau-Weiß Berlin traf hier auf Jana Hildebrand vom THC von Horn und Hamm. Die gebürtige Russin, die dieses Jahr ihren 30. Geburtstag feierte, weil es diesmal in diesem Jahr noch einmal richtig wissen. Die ehemalige Weltranglisten 80. im Doppel hat ein klares Ziel vor Augen. Sie will sich für die French Open 2019 qualifizieren und im Anschluss ein hoffentlich erfolgreiches Turnier spielen. Am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga Nord ließ sie jedenfalls nichts anbrennen. Nach einem noch umkämpften ersten Satz gewann sie das Spiel am Ende dann doch eindeutig und klar mit 6:4 und 6:1. Sehr viel knapper war das Spiel von Stefanie Wagner und Martina Spigarelli. Nach einem starken 6:0 im ersten Satz musste sich die Blau-Weiß-Dame im zweiten Satz dann mit 1:6 geschlagen geben. Im folgenden Match-Tiebreak setzte sie sich dann jedoch mit 10:7 durch und konnte somit auch ihr Spiel gewinnen. Also der erste lief ja ganz gut und im zweiten bin ich dann ein bisschen unfokussierter geworden und die Gegner haben natürlich auch nicht schlecht gespielt. Und dann kommt es leider dann auch mal zu so einem Match-Tiebreak. Aber ich bin natürlich froh, dass ich das dann trotzdem noch hingekriegt habe. Auch die übrigen blau-weißen Damen konnten jeweils ihre Einzel gewinnen. Vivien Heisen schlug Johanna Silva souverän mit 6:0 und 6:2. Und auch Anna Klaasen konnte ihr Match mit 6:0 und 6:2 klar und glatt gegen Maike Zeppernick gewinnen. Pia König machte es nicht viel spannender und gewann beide Sätze gegen Julia Riepe mit 6:1. Und auch Sina Göllner-Schreiber setzte sich ebenfalls gegen ihre Konkurrentin durch. Sie siegte mit 6:3 und 6:1 gegen Christina Schleich. Ich denke, 6:0 nach den Einzeln ist auch ein super Start und freuen uns natürlich, dass die Saison jetzt angefangen hat. So ein bisschen mehr Selbstvertrauen und werden wir schauen. Am Sonntag wird es sicher ein bisschen schwieriger, aber mit dem Sieg im Rücken wird es hoffentlich ganz gut weitergehen. Ich hoffe, wir können das auch wieder nach den Einzelnen entscheiden. Ja, und wenn nicht, dann können wir es auch hinten raus in dem Doppeln holen. Die Einzelspiele sollten den Blau-Weiß-Damen auch am Sonntag gegen TC Union Münster reichen. Auch hier gab es einen 8:1-Sieg zu feiern, ein wirklich gelungener Saisonauftakt. Also die Damen von Blau-Weiß Tabellenführer der zweiten Bundesliga Nord. Am kommenden Sonntag, den 26. Mai, ist dann schon das nächste Heimspiel und mit dem Club an der Alster Hamburg wird wieder ein Team aus der Hansestadt zu Gast sein. Wir können nur sagen, vorbeischauen lohnt sich.